Ich habe mich gefragt, was werden eines Tages eigentlich die Geschichtsbücher über unsere Zeit schreiben? Was werden sie über die Ära Merkel schreiben? Und da bin ich auf ein Buch gestoßen aus dem Jahre 2025. Werden Sie sagen, wie ist das möglich? Aber ich denke, wenn heute ein junger Mann im Alter von 30 Jahren in Afghanistan aufbricht und im Alter von 15 Jahren in Deutschland ankommt, dann müssen Zeitreisen ja scheinbar möglich sein. Nun, dieses Buch ist von einem gewissen Peter Tauber geschrieben. Eine Biografie über Angela Merkel mit dem Titel Wir schaffen das. Und es ist im IS-Verlag erschienen. IS bedeutet nicht islamischer Staat, sondern es bedeutet internationaler Sozialismus. Und ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht gelesen, ich habe es bloß mal so durchgeblättert. Es kann ja nicht viel Neues drinstehen, Merkel hat ja gesagt, Sie kennen mich. Und was mich davon abgehalten hat, das Buch weiterzulesen, war nur der letzte Satz. Erst das Buch endet mit dem Satz, und wenn sie nicht gestorben ist, regiert sie uns noch heute. Ich frage mich, wenn jemand so ein Buch schreibt, wo kriegt der eigentlich seine Drogen her? Drogen sind doch verboten. Aber, wie damals in der Prohibition in Amerika, der Markt bahnt sich seinen Weg. Er bahnt sich immer seinen Weg. Er verknüpft immer Angebot und Nachfrage. Und er bedient sich dabei der Mechanismen der Evolution, wenn ich nicht sogar sagen möchte, Markt ist im Grunde genommen Evolution. Was bedeutet Evolution? Evolution hat einige grundlegende Prinzipien. Zunächst mal, wenn Sie an Evolution denken, denken Sie wahrscheinlich auch an Darwin, Survival of the Fittest. Das Überleben derer, die am anpassungsfähigsten sind, am stärksten, am schnellsten, wie auch immer die gerade die Marktanforderungen sind. Bedeutet auf der anderen Seite, es gibt in einem Markt Gewinner und Verlierer. So wie es in der freien Wirtschaft, wie wir als Libertäre, als Liberale sie uns gerne wünschen, auch stets Gewinner und Verlierer gibt. Da gibt es Unternehmen, die werden groß. Da gibt es Unternehmen, die verschwinden wieder vom Markt, genauso wie Produkte vom Markt verschwinden. Der Staat kann eingreifen. Er kann zum Beispiel Windkraft fördern, Photovoltaik fördern und wundert sich dann, dass ein großer Turbinenbauer, der in diese Bereiche nicht vorgedrungen ist, plötzlich vom Markt verschwindet und Leute entlassen muss. Und dann heißt es buh, wie unsozial. Ein weiteres Prinzip der Evolution sind Mutation und Selektion. Mutation, immer kleine Varianten eines Themas und entweder setzen sie sich durch oder sie verschwinden. Da ist dann die Selektion dafür zuständig. Sie wählt aus, was bleibt bestehen, was verschwindet wieder. Mutation und Selektion können nur funktionieren. Wenn es Pluralismus gibt, wenn es Vielfalt gibt, wenn es einen Wettbewerb der Ideen gibt. Und diesen Wettbewerb, der hat die Menschheit letztendlich erfolgreich gemacht. In der DDR, Carla, gab es wenig Wettbewerb. Da gab es Wartburg und Trabant. Im westlichen Deutschland gab es Wettbewerb. Da gab es Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen. Also, was wir brauchen, ist ein wirklicher und ehrlicher Pluralismus, auch in unserer Gesellschaft, auch vielleicht an der Frage der Demokratie. Reden wir über Evolution, dann kommt irgendwann ein Wesen, das tritt auf den Plan, das nennen wir heute Homo sapiens. Der Homo sapiens hat erstmal seine Wettbewerber verdrängt, das waren welche, die lebten in Düsseldorf, der Homo neanderthalensis. Es gibt Untersuchungen, dass die sich erst noch versucht haben, miteinander Familien zu gründen, aber irgendwann ist der Neandertaler verschwunden. Man hat ihm nicht wie in Nordamerika Reservate gebaut, man hat ihn einfach untergehen lassen. Was macht den Homo sapiens nun besonders? Der Homo sapiens verfügt über eine Sprache, er kann reflektierend über sich nachdenken. Er kann über seine Freiheit nachdenken, über seine Identität, über seine moralischen Grundsätze.
Er hat Sozialverhalten. Und er hat, das mag am Anfang als Nachteil erscheinen, eine sehr lange Brutzeit. Er kümmert sich sehr lange um seinen Nachwuchs. Und das bedeutet auch, dass dieser Nachwuchs eine gewisse Kultur kennenlernt. Innerhalb seiner Familie, innerhalb seiner Sippe, innerhalb seines Stammes. Er lernt also Kultur. Und was den Homo sapiens eben noch besonders erfolgreich gemacht hat, war die Spezialisierung und der Tausch, die Arbeitsteilung. Das heißt, derjenige, der Netze bauen konnte, der hat plötzlich nichts anderes gemacht, als Netze zu bauen. Der andere hat Hühner gezüchtet, der nächste hat Schweine gezüchtet und man konnte miteinander tauschen. Und man war Spezialist. Das Schlimmste, was einem in dieser Sippe passieren konnte, war, dass man ausgestoßen wurde, weil man gegen die Kultur, gegen ihre Regeln verstoßen hat. Also gegen das, was die Kinder erst gelernt haben, wo sie reingewachsen sind. Die Verhaltensforschung fragt sich nun, ist menschliches Verhalten angeboren? Und zu wie viel Prozent ist es erlernt? Zu wie viel Prozent kommt es aus unserer Kultur? Inzwischen ist man zu dem Schluss gekommen, es ist etwa 50-50. Diese Arbeitsteilung bedeutet, dass wir zusammenleben müssen, dass wir ein Sozialverhalten haben müssen. Wir können da fast nicht mehr raus. Ich würde mal von einem nicht wissenschaftlichen Ausdruck, von einem Herdentrieb sprechen. Und Herde, Gruppe, soziale Gemeinschaft gibt uns immer Sicherheit, genauso wie die Rituale innerhalb dieser Gemeinschaft immer Sicherheit vermitteln. Das Schlimmste, was nun jemandem passieren kann, wäre, aus dieser sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Der steht plötzlich für sich alleine da. Der kann sich vielleicht einem anderen Stamm anschließen, wenn wir mal über archaische Gesellschaften sprechen, aber unter Umständen muss er plötzlich für seine Hühner selber sorgen, muss sich selber Fische fangen, muss Ackerbau betreiben, muss sich sein Haus bauen. Und das kann er plötzlich gar nicht mehr. Soziale Isolierung in primitiven Gesellschaften, aber auch in unserer heutigen Gesellschaft, ist ein großes Problem. Es tut zumindest erstmal weh. Im Februar dieses Jahres wird eine Sendung ausgestrahlt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da geht es um Flüchtlinge. Und zwar um Flüchtlinge, die von den Nazis flüchten. Die Nazis in Deutschland. Die homophob sind, die rechts sind, die national sind. Ich weiß nicht, unsere Veranstaltung findet ja vor der Ausstrahlung der Sendung statt. Aber soweit ich von den Inhalten gelesen habe, habe ich dann zu dieser Sendung auf Facebook kommentiert, der Film und seine Finanzierung beweisen die erneute Machtübernahme durch die Linksfaschisten. Vor wenigen Minuten reingekommen, Sperre für 30 Tage auf Facebook. Da kann ich nur sagen, was zu beweisen war. Ne? Ein wesentliches Thema, auf das ich jetzt eingehen möchte, und ich habe leider keine Möglichkeit zur Visualisierung. Wenn Sie einen Stift und ein Blatt haben, dann malen Sie unter Umständen mit oder versuchen Sie das Bild, was ich Ihnen jetzt erkläre, so gut wie möglich im Kopf zu behalten. Wir wissen, menschliches Verhalten ist auf der einen Seite Vererbung, auf der anderen Seite Kultur. Was bildet jetzt die Schnittmenge von beidem? Die Schnittmenge sind persönliche Erfahrungen und es sind Werte, Glaubenssätze, die das menschliche Verhalten beeinflussen. Angeborenes Verhalten, da gehört zum Beispiel auch unser Temperament dazu. Wenn zu mir ein Vertriebsleiter kommt und sagt, Herr Hesse, ich habe hier einen Verkäufer, der ist so fürchterlich introvertiert, können Sie mir den extrovertiert machen? Da muss ich sagen, das geht nicht. Das ist angeboren. Aber Werte und Glaubenssätze, da kann man schon dran arbeiten. Ne? Da ist das also, wenn jemand sagt, Kunden aus der Branche, die kaufen sowieso nicht bei mir. Das ist ein Glaubenssatz, an dem kann man arbeiten. Der lässt sich beeinflussen. Das ist meine Arbeit als Trainer und Coach. Und dabei bediene ich mich häufig der Methoden des NLP. NLP bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Da steckt also das Wort Neuro drin, Nerven, Gehirn, linguistisch, Sprache und Programmieren. Das heißt, ich kann über meine Sprache mit dem, was ich zu mir selber sage,
meine Glaubenssätze, meine Werte, mein Verhalten aktiv verändern. Manchmal brauche ich dafür jemanden, einen Coach, der mir eben hilft, Dinge mal anders zu sehen oder bestimmte Dinge zu erkennen. Eines dieser Modelle, NLP ist keine Wissenschaft, das ist eine Methodensammlung. Und jemand hat 6 logische Ebenen entwickelt, die sehr gut menschliches Verhalten beschreiben. Da ist die unterste Ebene, jetzt bitte mitmalen, die unterste Ebene ist unsere Umwelt. Die Umwelt, in der wir uns bewegen, bei Facebook ist das meine Filterblase, also alles, was direkt um mich herum ist, was ich wahrnehme. Und diese Umwelt, meine Familie, meine Arbeit und so weiter, die kann ich ändern. Auf die nehme ich Einfluss, einfach dadurch, dass ich da bin. Selbst wenn ich einen Job hätte und ich würde bloß am Schreibtisch sitzen und Kaffee trinken und nichts weiter tun, beeinflusse ich meine Umwelt, weil mein Chef ärgert sich über mich, meine Kollegen ärgern sich über mich. Aber noch mehr ändern kann ich meine Umwelt natürlich, und das ist die nächste Ebene, durch mein Handeln, durch das, was ich tue. Nun, für das, was ich tue, angenommen, ich arbeite in einer Firma, wo ich den britischen Markt betreue als Innendienstverkäufer. Da telefoniere ich mit den Kunden, ich spreche Englisch. Warum betreue ich den englischen Markt? Nun, weil ich Englisch spreche, weil ich die Fähigkeit habe, Englisch zu sprechen. Das ist die nächste Ebene, Umwelt, Handeln, Fähigkeit. Ich kann nur das tun, wozu ich auch die Fähigkeit habe. Die nächste Ebene ist, ich kann natürlich eine Menge Fähigkeiten haben. Ich kann jemanden umbringen, der mir im Wege ist. Ich kann jemanden verletzen, der meine Ehre verletzt. Ich kann Dinge tun, die legal oder illegal sind. Es hängt ab von meinen Werten. Was glaube ich? Wenn ich glaube, es ist nicht gut, jemandem Gewalt anzutun, dann tue ich es nicht. Wenn ich ein geringeres Problem mit Gewalt habe, dann könnte ich es durchaus also tun. Ich persönlich als Trainer sage zum Beispiel, ich betreue nicht die Tabakindustrie und nicht die Rüstungsindustrie. Da habe ich ein Werteproblem mit, deswegen tue ich es nicht. Beeinflusst also mein Handeln, beeinflusst meine Umwelt. Das war jetzt die Ebene der Fähigkeiten, und meine Werte und Glaubenssätze beeinflussen meine Fähigkeit. Gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel Englisch. Sie haben ein Kind, das geht zur Schule, und Sie sagen Ihrem Kind, du und Fremdsprachen, das wird nie was. Du hast kein Talent für Fremdsprachen. Also entwickelt das Kind den Glaubenssatz, ich kann sowieso nicht Fremdsprachen lernen. Was passiert? Für die nächste Englischarbeit lernt es wenig, steckt wenig Energie rein. Folglich, die Englischarbeit geht in die Hose, wieder eine 5 geschrieben. Bestätigung für Ihr Kind, Englisch lerne ich sowieso nicht. Sie können Ihrem Kind aber auch erzählen, du kannst Englisch, Englisch kann jeder lernen und du hast ein sprachliches Talent. Also gibt sich das Kind Mühe, Glaubenssatz wird bestätigt, Aufwärtsspirale, weil dann doch irgendwo eine gute Note bei rauskommt. Also hier entstehen Glaubenssätze. Ich sage Glaubenssätze, Werte einer Gesellschaft. Und hier sind wir auch gerade bei der Zuwanderung, gerade bei der Frage, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht, hier sind unterschiedliche Werte, die aufeinander prallen. Und wenn wir heute über Integration sprechen, dann sagen alle, die Leute, die nach Deutschland kommen, die müssen Deutsch lernen. Betrachten wir die Ebene Fähigkeiten. Aber das alleine schafft noch keine Integration. Wir erleben Menschen, die in der dritten Generation als Türken mal nach Deutschland eingewandert sind, die heute immer noch nicht Deutsch sprechen. Und da kommen wir jetzt auf die nächste Ebene, nämlich die Menschengruppe, zu der ich gehöre, meine soziale Identität. Die liegt über der Werteebene. Und Sie alle, die Sie heute hier sind, Sie haben zum Beispiel den Wert Freiheit, persönliche Freiheit, Rechtsstaat in Deutschland, Privatrechtsgesellschaft. Und Sie haben das große Bedürfnis, mal Leute zu treffen, die genauso ticken wie Sie. Mal kein Trouble in Social Media, keine heftigen Diskussionen. Einfach mal Leute treffen, wo man sich austauschen kann und dieses schöne Gefühl genießen kann, wir wollen und wir denken eigentlich alle das Gemeinsame.
Die Frage für die Identität, die jetzt über den Werten und Glaubenssätzen steht, ist, wer bin ich eigentlich? Zu welcher Gruppe? Ich verweise auf mein Eingangsstatement, Herdenverhalten. Zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich? Wo fühle ich mich wohl? Und jetzt komme ich nochmal auf die Einwanderer zurück, die schon so lange in Deutschland leben. Da kann wohl jemand in Deutschunterricht gehen. Solange der aber sagt, ich bin Türke, wird er nie die hohe Motivation, oder ich will mich in Deutschland integrieren, ich möchte mit den Menschen zusammenleben und ich möchte ihre Wertvorstellungen teilen. Solange wird der sich nicht integrieren, solange wird er auch nicht gescheit Deutsch lernen. Über der Ebene der Identität steht als letzte Ebene die Vision. Welche Vision habe ich eigentlich von der Welt, von unserer Gesellschaft, vom Zusammenleben? Vision hat immer etwas mit Menschen zu tun. Und eine Vision ist wie ein Ziel, aber es ist auch erreichbar, aber muss verteidigt werden. Unsere Vision von einer freiheitlichen Gesellschaft ist genau so. Sie können heute Morgen aufstehen und sagen, ich will eine freiheitliche Gesellschaft haben. Und irgendwann, bestimmt nicht mehr zu meinen Lebenszeiten, werden wir dieses Ziel vielleicht erreichen. Und trotzdem werden wir diese Freiheit jeden Tag wieder neu verteidigen müssen. Gerade bei der PDV als Minimalstaatler, wir kriegen oft gesagt, warum wollt ihr den Staat nicht grundsätzlich abschaffen? Ihr wisst doch, ein Staat neigt dazu, immer wieder komplexer zu werden und sich immer wieder bestimmender über der Bevölkerung aufzubauen. Ja, es ist eine Vision, an der arbeiten wir. Und auch wenn wir in unserem Grundsatzprogramm sagen, im Grunde genommen möchten wir uns bei Erreichung des Ziels als Partei eigentlich abschaffen, weil wir dann die Freiheit für alle realisiert haben. Ich bin da nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wird es immer wieder jemanden geben müssen, der aufsteht und sagt, das ist aber jetzt nicht freiheitlich. Wir müssen wieder schauen, dass unser Staat freiheitlicher wird. Also brauchen wir letztendlich auch Wächter der Freiheit. Diese 6 Ebenen steuern im Grunde genommen unser Verhalten. Und das geht ganz schnell. Wenn ich heute die Carla fragen würde, Carla, bisschen Hunger habe ich noch. Könntest du mir eine Portion Pommes und eine Currywurst holen? Dann weiß Carla, das gibt's nicht hier. Sie fragt sich, Umwelt, ist da draußen irgendwo eine Imbissbude? Da fällt dir vielleicht noch eine ein. Handeln, kann ich hingehen? Ja, kann ich machen. Fähigkeiten, halten meine Knie den weiten Weg aus? Ja, halten die. Werte oder Identität, da wird sie vielleicht dann irgendwann sagen, aber wer zum Teufel bin ich eigentlich, dass ich hier für dich das Essen hole? Hol dir deine Pommes gefälligst selber. Sie merken also, das wird dann Ihre Antwort sein, das geht in Sekundenschnelle durch. Wie bewerten wir unsere augenblickliche Situation? Wie wird unser Handeln gesteuert? Jetzt kann es Konflikte geben. Was bedeutet ein Konflikt? Betrachten wir zwei Menschen mit unterschiedlich ausgefüllten Ebenen. Der Konflikt entsteht in dem Moment, wo der eine etwas tut, handeln, was den Glaubenssätzen des anderen nicht entspricht. Da ist jemand, der begeht einen Ehrenmord an seiner Schwester, weil die mit einem Deutschen zusammen ist, beispielsweise. Und dann sagen die Deutschen, Mord geht in unserer Gesellschaft absolut nicht. Auch wenn du meinst, deine Ehre wäre damit gerettet oder die Ehre deiner Familie, wir akzeptieren das nicht. Als Coach würde ich sagen, in einem gelinderen Fall, überleg doch mal, was für dich eigentlich Ehre ist, könnte ich zu dem einen sagen. Ich könnte aber auch zu dem anderen sagen, jemand, der beleidigt ist, überleg doch mal, was dich beleidigt. Hat der andere, von dem du dich durch sein Verhalten beleidigt fühlst, eigentlich die Absicht gehabt, dir zu schaden? Oder sind es eigentlich deine Glaubenssätze? Bist du an der Situation des Beleidigtseins vielleicht selber schuld? Ne? Man kann natürlich immer wieder drauf rumhacken, weil ich weiß, das beleidigt den anderen. Aber im Grunde genommen, wenn es im Einzelfall passiert, muss ich mich fragen, warum bin ich eigentlich beleidigt? Also da stelle ich schon mal Gesetze gegen Beleidigung, Majestätsbeleidigung, gut, das ist jetzt abgeschafft, die stelle ich mal in Frage. Wenn man das natürlich immer wieder macht, wenn es eine Form des Mobbings wird, okay, dann muss man drüber reden. Dann kann es auch rechtliche Maßnahmen geben. Aber im Grunde genommen bin ich der Meinung, der Beleidigte ist in den meisten Fällen für sein Beleidigtsein eigenverantwortlich. So, das ist der Konflikt, wie wir ihn klassisch kennen. Jetzt kommt aber noch was anderes dazu. Nämlich,
Heute sind wir in einer Situation, wo nicht nur Handeln zu einer Beleidigung führt oder zu einer Werteverletzung, sondern im Grunde auch die nächste oder darüberstehende Ebene, nämlich die Werteebene. In deiner Gesellschaft werden Frauen schlecht behandelt. Das schätze ich nicht. Du meinst, Deutschland wäre besser als irgendein anderes Land. Du bist ein Nationaldenkender. Du bist ein Rechter. Ich mag deine Werte nicht. Angriff, Konflikt. Und das erleben wir. Wir haben vorhin mit jemandem, einem aus Ihrer Gruppe gesprochen. War das eigentlich in den 80er und 90er Jahren schon so? Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, die in der Ära Merkel gerade in den letzten Jahren sehr deutlich geworden ist, dass wir schon allein verletzt sind und hysterisch werden, bloß weil jemand andere Werte hat, weil jemand eine andere Meinung hat. Wir sind wesentlich intoleranter geworden in unserer Gesellschaft. Ich spreche das mal allgemein. Skandal. Da ist jemand, der will keine dritte Toilette in seinem Unternehmen einrichten. Es gibt eine Frauentoilette, eine Herrentoilette und für das dritte Geschlecht muss nun auch noch eine her. Skandal. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Nicht nur das, was du denkst, nicht nur deine Werte sind verletzend für mich, mit denen bin ich nicht einverstanden. Nein, du gehörst ja auch noch zu einer Gruppe von Leuten, die so denken wie du. Und schon diese Gruppe lehne ich ab. Heute sind das konservative Menschen, heute sind das, ja gut, egal wie wir sie nennen, das sind alles Nazis, ne? Im Grunde genommen, wer gegen Klimawandel ist, wer gegen die Gender-Ideologie oder wer an den Klimawandel nicht glaubt, wer gegen die Gender-Ideologie ist, wer sagt, Homo-Ehe finde ich eigentlich nicht gut, die Väter des Grundgesetzes haben eigentlich nur an Männer und Frauen gedacht, als sie die Ehegesetze geschrieben haben und die Ehe unter Schutz gesetzt haben. Wer gegen die Flüchtlingspolitik ist, dann verschiebe ich das so ein bisschen, ne, und sage, ihr seid ja eigentlich gegen Flüchtlinge, ihr seid Ausländer, ihr seid Rechte. Ich habe bloß zwei Schubladen im Kopf, nämlich eine rechte und eine linke. Ne? Und alles, was mir nicht passt, schiebe ich in die rechte Schublade. Und das ist auch im Grunde genommen das Problem in unserer heutigen Zeit. Jeder, der nicht in das Konzept der Regierung passt, wird in die rechte Ecke gestellt. Ganz schnell sind wir da. Da gibt es, 2013 war das, glaube ich, da gab es einen österreichischen Musikprofessor, der sagte, der Klimawandel, der ist so gefährlich, da können Zehntausende Menschen sterben, wenn wir das zulassen, da ist es besser, einen Einzelnen mit dem Tode zu bestrafen. Da war tatsächlich jemand, der forderte die Todesstrafe für Klimaleugner. 2013 in der Presse, im Internet nachzulesen. Ein Grazer Musikprofessor. Da wird ganz provokant, erinnern Sie sich an das Interview mit Frauke Petry, wo sie angeblich Schüsse an der Grenze auf Flüchtlinge gefordert hat? Massiv von der Presse hat man ihr das untergeschoben. Ich habe das Interview gelesen. Sie hat das so nicht gesagt. Sie hat bloß auf der Durchsetzung geltenden Rechts bestanden. Und wenn das nicht durchsetzbar ist, dann eben auch mit Gewalt. Und dann hat man ihr die erlaubten Schüsse auf Flüchtlinge untergeschoben. Und das war natürlich wiederum eine Katastrophe. Auch das ein herrliches Phänomen unserer heutigen Zeit. Ne? Die einen, die Linken, die Gesetze zitieren, da ist das alles in Ordnung. Zitieren sogenannte Rechte die Rechtslage, dann ist das Nazi. Aber was sind Nazis eigentlich? Was sind Rechte? Was sind Rechtspopulisten? Nun, Nazis steht ja für Nationalsozialisten. Und es ist klar und nachlesbar, die Nationalsozialisten waren Sozialisten. Schaut man sich die heutige politische Landschaft in Deutschland an, muss man fragen, was ist denn für euch an Sozialisten überhaupt schlimm? Die Linken sind Sozialisten, die CDU hat die SPD fast links überholt. Also am Sozialismus kann es ja nicht liegen. Muss es also am Nationalen liegen? Wenn wir bloß mal vom Namen ausgehen. Ist national denn schlimm? Jede Nation versucht, sich selbst zu erhalten, versucht als Nation zusammenzuhalten. Die Grande Nation, Frankreich,
Das sind keine Nationalisten. Kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus? Ich habe das ganz schmerzhaft in der Schulzeit erfahren müssen. Ich war ein großer Fan im Abitur von Kurt Tucholsky. Und dann haben wir in einer Deutschklausur ein Thema von Kurt Tucholsky bekommen. Und er schrieb, wie sehr er sein Vaterland liebte. Und weil ich das Wort Patriotismus damals nicht kannte, habe ich geschrieben, den Unterschied nicht kannte, habe ich geschrieben, Tucholsky war Nationalist. Mein Lieblingsschriftsteller, eine Deutschklausur. Welch eine Glückssache, Note 5. Und dann habe ich wirklich den Unterschied zwischen Patriotismus, also wenn man einfach die Eigenschaften seiner Kultur, seines Landes, sein Essen, seine Musik, seine Mentalität liebt, das ist Patriotismus. Der Nationalismus fängt erst an der Stelle an, wo ich sage, wir sind viel besser als ihr anderen, ihr seid minderwertig. Das ist der deutliche Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. Müssen wir auch den Leuten, die den Unterschied nicht kennen, gelegentlich mal erklären. Was ist alles Nazi? Ich meine, da muss ich jemanden, der zu mir sagt, der Hesse, der kleine Nazi, und das hat tatsächlich schon mal jemand geschrieben, dem muss man dann mal sagen, wollen Sie mir denn unterstellen, dass ich bereit wäre, 6 Millionen Juden umzubringen? Wollen Sie mir unterstellen, dass ich behaupte, meine Rasse, und es gibt gar keine Rassen, wäre einer anderen Rasse überlegen? Wollen Sie mir unterstellen, dass ich die Gesellschaft überwachen will, dass ich für Denunziantentum bin, dass ich für eine kriegerische Ausdehnung unseres Landes über weite Gebiete Europas bin? Wollen Sie mir das unterstellen? Mit welchem Wort habe ich das gesagt? Es ist schwierig, aber wir müssen mit der Diskussion leider ins Detail gehen, wenn wir der Nazikeule entgehen wollen. So viel zum Thema Nazis. Was ist rechts? Rechts ist ganz schwer zu beschreiben. Also es gab verschiedene Versammlungen, Nationalversammlungen etc. Mal saßen die rechts, die wir wirklich als rechts einstufen, aber greifbar ist das immer noch nicht. Mal saßen sie links. Was verstehen wir heute unter rechts und links? Ich glaube, am besten lässt es sich erklären, wenn wir sagen, was ist links? Das wissen wir. Das sind die Umverteiler, das sind die Enteigner. Das heißt, rechts steht eigentlich für Privateigentum, für viel Privateigentum, ganz links für gar kein Privateigentum mehr, alles ist Allgemeineigentum. Und wenn ich aber alles in Allgemeineigentum umwandeln will, dann brauche ich im Grunde einen starken Staat, der das durchsetzt. Denn die Lebenszeit, die ich aufbringe und mein Wissen, um etwas zu schaffen, das ist mein Leben. Und dann ist es meins. Und schon kleine Kinder sagen, das ist mein Spielzeug. Der Wunsch nach Privatbesitz ist, glaube ich, im Menschen auch einfach angelegt. Das heißt, wir brauchen immer einen autoritären Staat, der diesen Privatbesitz wieder abschafft. Wir bräuchten vielleicht einen autoritären Staat, der mal Schiedsrichter ist und sagt, das ist deins, das ist seins. Aber er darf nicht bestimmen, wem was gehört. Denn alles, was uns der Staat wegnimmt, ist letztendlich unsere Lebenszeit, ist letztendlich ein kleiner Mord. Das ist rechts. Also rechts ist eigentlich bloß Privatbesitz. Und viel schlimmer ist die Frage, wie autoritär ist der Staat. Und wenn wir mal in diesem Koordinatensystem die politischen Parteien heute, die im Bundestag sitzen, ansehen, und die einordnen, für wie viel Privatbesitz, FDP ganz viel, Linke ganz wenig, und wie autoritär darf eigentlich der Staat sein, dann steht selbst die AfD noch für einen autoritären Staat. Lediglich die PDV will einen sehr wenig autoritären Staat haben. Und wenn ich mir dann mal angucke, wo in diesem Koordinatensystem ist denn der Stalinismus? Wo ist Hitlers Nationalsozialismus? Dann muss man sagen, ist keine Partei, keine libertäre Bewegung weiter von einem autoritären, linksorientierten, umverteilenden Staat weiter entfernt als die PDV, dann ist der Libertarismus wirklich das ganze Gegenteil von der Fremdbestimmung, der kollektivistischen Fremdbestimmung. Und das ist, glaube ich, das größte Unterscheidungsmerkmal. Der Faschismus, ob Linksfaschismus oder Rechtsfaschismus, sind immer Bewegungen, die kollektivistisch sind. Wir Freiheitlichen, wir wollen die Freiheit des Einzelnen, weil wir glauben, jeder Mensch ist anders. Und ich weiß nicht, was du brauchst und was du willst und wie du tickst. Und deswegen mach dein Ding,
aber stör die anderen nicht. Jeder Mensch nach Roland Bader hat das Grundrecht, in Ruhe gelassen zu werden. So, jetzt haben wir rechts geklärt, wir haben die Nazis abgeklärt und jetzt wäre noch das, so oft haben die Medien das gesagt, ne, wenn es über die AfD ging, hieß es die rechtspopulistische AfD. Was ist eigentlich Populismus? Wenn wir uns Populismus als Definition ansehen, dann heißt das häufig, das sind sehr einfache Lösungen, Stammtischlösungen für die komplexen Probleme in unserer Gesellschaft. Tatsächlich ist es doch aber so, dass jemand, der dem anderen Populismus vorwirft, genau das macht. Er hat eine einfache Lösung, um den anderen mundtot zu machen. Und das ist auch meine schönste Definition für Nazi. Ein Nazi ist heute jemand, der eine argumentative Diskussion gegen einen Linken gewonnen hat. Der hat nämlich aufgegeben und hat gesagt, du Nazi. Es ist letztendlich ein Totschlagargument. Und ich denke, die Nazi-Keule ist die argumentative Kapitulation limitierter mentaler Kompetenz. Die Nazi-Keule wird immer rausgesucht, wenn mir keine Argumente mehr einfallen. Also in der direkten Diskussion können wir im Grunde genommen auf alles, was uns oder was den Menschen an rechts vorgeworfen wird, an populistisch vorgeworfen wird, an Nazi vorgeworfen wird, sehr gut argumentieren. Problematisch wird es natürlich, und da bin ich nochmal bei Robert Dills, wenn jetzt ganze Gruppen einsortiert werden. Ich habe mal zu Beginn einer Rede gesagt, ich rede heute nicht für die Menschen, die bloß eine rechte und linke Schublade im Kopf haben. Die Welt ist viel vielfältiger. Problematisch wird es, wenn eine ganze Gruppe, und da bin ich wieder bei der eingangs genannten gesellschaftlichen Ausgrenzung, ne? Wenn man versucht, eine ganze Gruppe von Menschen auszugrenzen, das ist fatal. Beim Einzelnen noch viel schwieriger. Sperrung auf Facebook, Sperrung von Twitter, Sperrung von YouTube und plötzlich bin ich ganz ausgeschlossen. Ja, was fangen diese armen Menschen denn noch mit ihrer Freizeit an? Und vor allem, was machen wir denn mit den Nazis von heute? Die lieben ihr Land, die lieben ihre Kultur. Und wollen wir die jetzt ins Ausland ausweisen? Das ist ja das Schlimmste, was wir denen antun könnten, ne? Ich sage immer, im Grunde genommen, so wie die Nazi-Keule heute benutzt wird, muss man eigentlich mal sagen, Nazis ins Gas. Und das bestätigt genau das, was Ignazio Silone mal gesagt oder geschrieben hat. Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und wir erleben das bei einer Antifa, die sich im Grunde verhält wie seinerzeit die SS, die Menschen bedroht. Ich persönlich mache, obwohl ich in einer anderen Partei bin, auch Seminare für AfD-Mitglieder. Ich kenne viele AfD-Mitglieder und die stinken. Die stinken nach Angst. Die haben nämlich Angst davor, dass ihr Wahlkampfstand überfallen wird, dass ihre Autos angezündet werden, dass ihre Parteizentrale, die kleine Lokale, verwüstet wird. Die haben Angst, dass ihnen an ihre privaten Häuser Farbbeutel geworfen werden von der Antifa. Die haben Angst um ihre Jobs. Und ich frage, diese Aggression, die letztendlich auch durch die Äußerungen unserer Parteien geschürt werden, ob die nicht völlig kontraproduktiv sind für unsere Gesellschaft. Hat irgendjemand schon mal seine Meinung geändert, weil er bedroht wurde? Weil er mit Gewalt bedroht wurde? Nein, der steht irgendwann mit dem Rücken zur Wand und dann bleibt ihm bloß die Flucht nach vorne. Dann bleibt ihm bloß der Angriff. Entweder wird er kriminell oder er wird auch nicht kriminell. Aber ich kenne sehr viele AfD-Mitglieder, die sagen, jetzt erst recht. Und es macht mir überhaupt nichts aus, dass ihr mich als Nazi beschimpft. Ich stehe hier, das Lutherjahr ist gerade vorbei, ich kann nicht anders. Ich zeige Rückgrat. Und ich tue mich, Identität, mit Menschen zusammen, die so denken wie ich. Und irgendwann ist diese Gruppe, die so denken wie ich, so groß, dass sie mit 12% in den Bundestag einzieht. Also im Grunde genommen gibt es eigentlich gar nichts, was wir so dramatisch fürchten müssen, weil die Gefahr, denke ich mal, und die ähnelt dem Faschismus, und wir haben in Deutschland zwei Diktaturen erlebt, sie ähnelt immer noch diesen beiden Diktaturen. Natürlich gibt es
Neonazis, die sich ein weiteres drittes Reich wünschen, ein viertes Reich wünschen. Aber das ist eine Gruppe, die relativ klein und marginal ist. Warum eigentlich ist Kultur, Tradition, Heimat, warum gilt das eigentlich als rechts? Das sind eigentlich keine rechten Werte, das sind konservative Werte. Weil es nämlich Dinge sind, die wir bewahren wollen. Also müssen diese Werte konservativ sein. Und wo wir gefährdet sind, und das sehe ich jetzt ganz stark, Katrin Göring-Eckardt hat gesagt, Deutschland wird sich drastisch ändern. Und das tut es tatsächlich. Und ich glaube, wir verlieren unsere Identität. Diese Identität wird, ob durch Vision, ob durch Verhalten, maßgeblich zerstört. Herr Rösch schüttelt mit dem Kopf. Ja. Ich sage, erinnern Sie sich mal an die Aufnahme, als 2013 die CDU die Bundestagswahl gewonnen hat. Diese peinlich berührte Frau Merkel, die die Deutschlandfahne, ich glaube, dem Herrn Kauder aus der Hand nimmt und in den Hintergrund tut. Wir hatten früher mal eine deutsche Nationalmannschaft. Die ist die Mannschaft geworden. Und soweit ich gesehen habe, tritt die bei den nächsten Fußball-Weltmeisterschaften nicht mehr in schwarz-rot-goldenen Trikots an, sondern diese Trikots sind bloß noch in Grautönen schraffiert. Was ist der Hintergrund? Ich glaube, der Plan, und das hat komischerweise noch keiner oder zumindest in einer Talkshow, die ich mal zum Thema Was ist der Plan von Angela Merkel gesehen habe, gesagt, der Plan ist, wir wollen ein Europa, wir wollen eine große EU. Leute, denkt nicht mehr national. National ist schlecht. Wir müssen etwas Großes haben. Konzentriert euch auf das Große. Ist das Große aber besser? Ich habe vorhin über Pluralismus gesprochen. Ja, die vielfältigen Möglichkeiten, die gemeinsamen Werte der EU. Haben wir gemeinsame Werte? Welche fallen Ihnen auf Anhieb ein? Ja, es sind Werte. Wir können uns durchaus abgrenzen. Aber ich glaube, dass diese EU, wie sie sich die CDU vorstellt, letztendlich in einem Zentralismus enden wird. Und dann haben wir wieder nur Trabant und Wartburg in ganz Europa. Dann wird genau diese Vielfalt, dieser Wettbewerb der Ideen ganz stark unterdrückt werden. Und ich glaube, wir brauchen mehr Wettbewerb in Regierungsformen, wir brauchen mehr Wettbewerb in der Industrie, wir brauchen mehr Wettbewerb bei den Ideen, bei den Steuern, bei den Steuersätzen, auch wenn wir eigentlich gar keine Steuern oder ganz, ganz geringe Steuern bräuchten. Aber was ist das beste System? Ich beanspruche ja vielleicht gar nicht mal, dass gar keine Steuern die beste Lösung sind. Das wird sich einpendeln und das wird sich einpendeln, indem die Regionen sich selber verwalten. Also müssen wir nicht, ist die Nation im Grunde noch zu groß gedacht? Wir sollten mal kleiner denken. Wir sollten mal überlegen, ob nicht ein Sachsen oder ein Bayern einen eigenen Weg gehen. Ungarn geht schon einen eigenen Weg. Großbritannien geht schon einen eigenen Weg. Katalonien möchte einen eigenen Weg gehen. Und überall hier sind Möglichkeiten, die eigene Welt besser zu gestalten. Das ist subsidiärer. Die Menschen sind näher dran. Hier lässt sich mehr Veränderung gestalten. Eben durch den Wettbewerb, eben durch den Pluralismus, der den Homo sapiens, wie ich eingangs sagte, eigentlich erst zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und wir werden manipuliert. Wie werden wir manipuliert? Seien Sie mal in der Zukunft aufmerksam auf Methoden der Manipulation. Als Coach weiß ich, dass sich Menschen auch selber manipulieren. Das NLP sagt, the map is not the territory. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, jeder Mensch hat eine eigene Landkarte von der Welt. Und seine Landkarte ist nicht die Wahrheit, es ist nur seine Landkarte. Der eine hat eine grün getönte Landkarte, der andere hat eine braun getönte Landkarte, der nächste hat eine, rot getönte Landkarte. Jeder hat seine Betrachtung der Welt. Und keiner lässt sich diese Landkarte mit Gewalt, indem man ihn in die Nazi-Ecke stellt, aus der Hand reißen. Er behält trotzdem seine Landkarte und seine Perspektive auf die Welt. Methoden der Manipulation sind drei Buchstaben, TGV. Tilgung, Generalisierung, Verzerrung. Denken Sie an TGV, den französischen Zug, dann können Sie sich es auch für die Zukunft merken. Tilgung. Was passiert? Die Nachrichten unterschlagen bestimmte Informationen. Blenden wir einfach aus. Zum Beispiel die Herkunft irgendwelcher Gewalttäter. Erleben wir tagtäglich. Hat sich jetzt neuerdings geändert. Generalisierung.
Verbrechen von Migranten sind alles Einzelfälle, erleben wir. Wie oft haben wir solche Diskussionen gehört, oder? Aber wenn jemand von der AfD was sagt, dann steht da gleich die ganze AfD dahinter. Da wird generalisiert. Man könnte jetzt auch sagen, war ein Einzelfall, der hat sich so geäußert. Also gerade die Generalisierung ist ein wunderschönes Mittel, um öffentliche Meinung über die Medien zu manipulieren. Wobei ich auch gar nicht sage, dass die Medien von der Regierung gesteuert werden. Mag es in Einzelfällen geben. Es ist vielmehr die individuelle Ausrichtung der Journalisten. Und die Verzerrung? Verzerrung bedeutet, ich interpretiere einfach etwas anders. Und gucken Sie mal, wie sieht Ihre Landkarte aus? Wie sieht die Landkarte von anderen Menschen aus? Wie wird hier manipuliert? Wie wird die öffentliche Meinung über Informationen manipuliert? Und wir leben heute dank Internet in einer Informationsgesellschaft, aber wir werden immer mehr zu einer Glaubensgesellschaft. An Genderideologie muss ich glauben. CO2 ist ein Spurengas. Nur 4% des CO2s sind vom Menschen beeinflusst. Wie klein ist der CO2-Anteil, den Deutschland beeinflussen kann in der gesamten Atmosphäre? Glauben wir Deutschen wirklich, wir könnten das Klima der Welt beeinflussen? Ein Vulkanausbruch? Eine veränderte Sonneneinstrahlung? Weil oft die Sonne mal wieder hustet? Und schon sind alle unsere Bemühungen und Kosten dahin. Wir sollten viel lieber den Klimawandel akzeptieren und sagen, welche Maßnahmen können wir denn treffen, wenn sich das Klima wandelt? Haben wir Hochwässer? Lasst uns Dämme bauen. Bekommen wir Stürme? Lasst uns stabilere Häuser bauen. Wäre wahrscheinlich der bessere Weg. Aber wir behandeln heute Leugner des Klimawandels, die eigentlich auch nicht den Klimawandel leugnen, die sagen bloß, wir können das Klima nicht beeinflussen, die behandeln wir wie Ketzer. Im Mittelalter hätte man die auf den Scheiterhaufen gestellt und das gab es auch. Es gab eine kleine Eiszeit und in dieser Zeit gab es eine ganze Reihe von Hexenprozessen, die man für schlechte Ernten verantwortlich gemacht hat, die Frauen und Männer. Aber Widerstand formiert sich. Die gesellschaftlich Ausgeschlossenen tun sich zusammen. Sie gründen Pegidas, sie gründen eine AfD. Die AfD ist mit 12,6% im Bundestag. Und was sich verliert, ist das Ansehen der Politiker. Und das ist das, was ich glaube, was die Geschichtsbücher eines Tages schreiben werden. Das Ansehen eines Feuerwehrmannes halten 96% der Bevölkerung für sehr hoch. Das Ansehen eines Arztes 86%. Das Ansehen, gehen wir mal ganz nach unten, eines Versicherungsvertreters 11%. Wie viel Prozent glauben Sie, ist es bei einem Politiker? 5, 4. Nur tatsächlich sind es immerhin noch 25%. Aber das ist doch das Problem. Und ich glaube, das ist das, was die Geschichtsbücher über die Ära Merkel schreiben werden. Die Menschen haben den Glauben an die repräsentative Demokratie verloren. Ich glaube, dass die Ära Merkel das Ende der repräsentativen Demokratie einläutet. Wo nämlich wir wählen ja keine Sachthemen, wir wählen bloß Menschen, die uns irgendwas versprechen und in der Praxis nachher irgendwas anderes machen. Diese Menschen, die wir gewählt haben, das sind unsere Angestellten, das sind Staatsdiener. Die sollen das machen, was wir ihnen sagen. Tatsächlich machen wir aber das, was die uns sagen. Und wenn die völlig aus dem Ruder laufen, können wir gar nichts dagegen machen, weil sie die Verwaltung und die Polizei hinter sich haben, die den kleinen Mann unterdrücken und dahin biegen, wo sie ihn haben wollen. Wir sprechen von den Mächtigen, aber die Mächtigen sollten eigentlich wir sein. Kein anderer Angestellter hat 4 Jahre Kündigungsschutz wie ein Politiker. Wo wir hinkommen sollten, ist, dass wir Entscheidungen durch Repräsentanten sehr stark reduzieren und stattdessen Sachentscheidungen auf Volksentscheidungsebene heben. So kann, wenn es notwendig ist, eine Umgehungsstraße oder irgendwas, was andere alle betrifft, das kann per Volksentscheid entschieden werden. Und ganz wichtig ist, dass die Menschen selber für sich entscheiden, dass sie mit dem Kassenzettel statt mit dem Wahlzettel entscheiden. Ganz wichtig ist, dass jeder selber entscheiden kann, möchte ich Kernenergie kaufen, möchte ich Windenergie kaufen,
Möchte ich Bioprodukte kaufen? Möchte ich konventionell hergestellte Produkte kaufen? Möchte ich Glühlampen in meine Fassungen schrauben? Oder möchte ich Energiesparlampen in meine Fassungen schrauben? Das kann der Markt entscheiden und das ist die beste Demokratie, die wir haben können. Und wie sieht nun der Weg in die Freiheit aus? Wir müssen informieren. Wir haben eine Vision von Freiheit, von einer freiheitlichen Gesellschaft, von einer Privatrechtsgesellschaft. Wir leben den Wert Freiheit, Nichtangriffsprinzip, Selbstverantwortung. Jetzt bin ich auf der Glaubenssätze-Ebene. Darüber natürlich Menschen, die sich wie in Haie-Clubs zusammenfinden, Menschen, die sich wie in einer Partei der Vernunft zusammenfinden und mal sagen, okay, hier haben wir gleiche Ideen, lasst uns doch diese Ideen mal nach draußen tragen. Was tun wir also? Wir tragen nach draußen, wir machen Werbung, wir machen Veranstaltungen wie diese. Wir argumentieren in den sozialen Netzwerken und Medien. Wir machen Werbung, wir bringen, und auch das finde ich schön, der eine oder andere hat heute Abend noch jemanden mitgebracht. Werbt für Unterstützer. Und was mich getriggert hat, zum Libertarismus zu kommen von der FDP, war tatsächlich das ganz einfache Spielchen, wer baut denn ohne Staat die Straßen? Und die Antwort, die mir ein Libertärer seinerzeit gab, naja, der sie braucht. Und ich dachte, ja, verdammt nochmal, ich habe noch nie einen Politiker gesehen, der einen Helm auf hatte und tatsächlich aktiv eine Schippe benutzt hat. Der hat sich damit fotografieren lassen, aber gebaut hat er die Straßen nicht. Wer hat die Straßen bezahlt? Der Politiker? Nein, ich. Und warum soll ich in irgendeiner anderen Stadt, und das ist wieder genau das Problem, was wir mit einem zentralistischen Europa haben, da soll ja auch eine Sozialversicherung eingeführt werden. Warum soll ich denn für den Straßenbau in Spanien bezahlen? Warum soll ich denn die Arbeitslosen in Frankreich bezahlen? Ich wäre froh, wenn ich den Menschen, die in meiner Stadt sind, helfen könnte, ihre Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Die würde ich wesentlich lieber unterstützen als die, die ganz weit von mir weg sind. Also werbt für Unterstützer. Und vor 8 Jahren hat sich eine ganz kleine Partei gegründet, die Partei der Vernunft, mit dem Ziel, mehr Freiheit zu schaffen. Natürlich, die AfD hat sie überholt. Vieles, wie heute die AfD behandelt wird, ich empfinde, ja, was Mitleid mit der AfD, aber vor allem Mitleid mit unserer Demokratie, mit unserer Gesellschaft, wie wir mit Leuten in unserer Gesellschaft umgehen. Das ist nicht gut, das schadet uns. Und es schadet unseren Werten, es schadet unserem Pluralismus, es spaltet unsere Gesellschaft, unsere Herde. Wir haben zwei Diktaturen in Deutschland gehabt. Wir brauchen nicht auf dem Weg in eine dritte zu gehen. Und wir sollten uns als Liberale überlegen, dass wir noch einen weiten Weg gemeinsam zu gehen haben. Wir müssen nicht schon jetzt die Unterschiede ausklamüsern. Irgendwann werden die Sozialliberalen sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Ding, das ist jetzt zu wenig Staat. Irgendwann werden die Minarchisten sagen, ach, den Staat ganz auflösen. Nein, so eine äußere und innere Sicherheit wollen wir eigentlich auch haben. Und die Anarchisten sagen, na gut, dann suchen wir uns ein anderes Bundesland, wo wir das mal umsetzen und ausprobieren können. Das wäre doch ein schöner Weg. Aber bis wir dahin kommen, haben wir einen weiten Weg gemeinsam zurückzulegen. Und wenn Sie Kinder haben oder haben möchten, dann denken Sie mal an die Gesellschaft, in der Ihre Kinder leben wollen und leben sollen. Und Sie haben heute auch die Möglichkeit, an dieser Entwicklung teilzuhaben, eine Identität zu finden, zum Beispiel innerhalb der Partei der Vernunft. Und wenn Sie sagen, die PDV, die ist eigentlich viel zu klein, um was zu bewirken, dann erinnere ich mal an die Worte des Dalai Lama. Wenn du glaubst, du bist zu klein, um irgendwas zu verändern, frage dich mal, wie es war, als du eine Mücke in deinem Schlafzimmer hattest. Also, Leute, kommt zur Vernunft, habt den Mut, euren Verstand zu gebrauchen. Der Lateiner würde sagen, sapere audete. Und ich sage, ergo bibamus, für die Freiheit. Danke. Dankeschön. Liebe Carla, jetzt habe ich doch eine Frage. Ja. Deutscher Wein? Deutscher Wein. Ist das nicht rechts? Tja. Ich hoffe mal, dass es was rechts ist. Vielen Dank. Danke.